Hi zusammen, heute möchte ich euch mal ein neues Tab vorstellen, das ich mir gegönnt habe. Und zwar ist das ein Tab aus dem Decathlon mit einer Größe von 1,50 x 3 Meter. Die blende ich auf jeden Fall nochmal unten ein. Das ganze Tab hat hier so eine Realtree Camo Optik. Das wollte ich jetzt gerade mal hier so im Wald ein bisschen ausprobieren, wie das so wirkt. Ja, und dann baue ich es mal eben schnell auf. Ein Nachteil hat das Tab auf jeden Fall. Am Rand sind keine Schlaufen angenäht, sondern hier sollen nur solche Schnüre. Das heißt, da muss ich mir selber mal eine Schlaufe binden. Und kann es dann so entsprechend mit Heringen abspannen. Hat auch nur diese vier Abspannpunkte. Das heißt an jeder Ecke einer. Es gibt sonst keinen Abspannpunkt mehr in der Mitte. Ich werde das Tab jetzt zwischen dem Baum hier und dem kleinen schmalen Baum hier aufstellen, dann nach vorne abspannen und dann später in diese Richtung gehen und mal gucken, wie das so von der Ferne aus wirkt. Ja, so steht das Tab schon mal als Schrägdach. Ist auch genügend Platz für eine Person. Ja, könnte man also durchaus hier drunter schlafen. Von der Länge her reicht das auch, dass ich komplett geschützt bin. So, und jetzt schauen wir uns mal an, wie das Ganze aus der Entfernung aussieht. So, erste Optik, erster Test. Naja, ist das schon relativ stark erkennbar. Das Muster wiederholt sich halt. Das fällt mir jetzt erst aus der Ferne auf. Und es sind halt recht krasse Ränder, die man da hat. Gehen wir einfach mal noch ein Stück rein und bringen mal so ein bisschen Laub zwischen uns und schauen, wie es dann aussieht. Ja, jetzt wird es schon deutlich schwerer, das zu erkennen. Ab der Entfernung mit ein bisschen Grünzeug dazwischen ist schon recht getarnt, würde ich sagen. Da fällt es, würde ich sagen, auf den ersten Blick nicht auf. Ja, gehen wir mal noch ein paar Meter weiter. Ja, so ist es definitiv nicht mehr zu erkennen. Ich gehe mal gerade in die Hocke. Wenn man weiß, wo es ist, dann sieht man es natürlich. Aber wenn man nur so vorbeigeht, würde man wohl nicht mehr meinen, dass da hinten jemand eventuell da hinten dran lagert. Und das hier sind jetzt 30, 40 Meter. Ich habe es schwer mit Entfernungen zu schätzen. Ja, also vom Farbton her hebt sich das Realtree schon ein bisschen von der Umgebung ab. Es ist da eben viel dunkler. Da bräuchte es hier wahrscheinlich eher ein paar gedecktere Töne. Ein bisschen was bräunlicheres. Hier hinten ist das Lager, da kann man das blaue Handtuch noch sehen. Ich werde jetzt mal ganz schnell mein Didi Hammock-Tab noch parallel dazu aufspannen und dann gucken wir, wie das sich von der Tarnoptik schlägt. So, die Hammock-Tab auch mal schnell aufgespannt. Von den Abmaßen her ist es jetzt etwa
ähnlich. Dann gucken wir es uns mal aus der Entfernung an. Ja, wo habe ich die Kamera hingestellt? Ich suche sie gerade wirklich. Guck mal gerade. Also von hier aus, jetzt mit der Action Cam, ist das Didi Hammox etwas unauffälliger. So. Aber wo ist jetzt die Kamera? War ich hier? Nee. Scheiße, ey. Das gibt's doch nicht. Ich finde die Kamera nicht. Also vom Tarnmuster her ist scheinbar die Kamera am besten getarnt. Ich werd grad doof. Wo habe ich die hingestellt? Ich komme mir gerade ein bisschen blöd vor. Kamera im Wald suchen. Hatte ich auch noch nicht. Da ist sie. Ich habe sie gefunden. Krass. Komplett andere Ecken, wo ich gedacht habe, dass er steht. Kamera im Wald suchen. Scheiße. Ja, und definitiv ist das Didi Hammox Type das gedecktere. Das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Ich hätte echt erwartet, dass das Real Tree Camo noch so ein bisschen ja, echter wirkt. Aber der Farbton ist scheinbar der falsche. Oder es reflektiert zu sehr, ich weiß es nicht. Aber das Didi Hammox ist definitiv unauffälliger. Ohne Zoom sind wir jetzt dran. Ohne Zoom sehe ich das Didi Hammox Tab definitiv nicht mehr. Aber das Decathlon Tab sieht man noch ganz leicht. Ja. Interessant. Wie gesagt, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass man das stärker sieht als das Didi Hammox Tab. Muss man alles selbst mal ausprobieren. Für 15 Euro denke ich mal, ist das Tab aber keine schlechte Option und eine Alternative zur Baumarktplane, da es halt ein bisschen raschelarmer ist. Das zeige ich euch gleich nochmal. Ja, wie es sich vom Wetter her, Wetterschutz her macht, dazu habe ich jetzt natürlich noch keinerlei Erfahrung. Werde es aber auf jeden Fall auch mal nutzen, wenn es mal wieder rausgeht. Vor allen Dingen ist es vom Packmaß her richtig genial, richtig klein. Ich werde aber vermutlich mal noch ein paar extra Schlaufen dran nähen bzw. dran nähen lassen. Also wenn hier der Wind drauf geht, hört man hier nichts. Ja, das hier hört sich an wie ein Zeltwand. Das ist klar. Vergleichen wir es mal mit dem Didi Hammox Tab. Vom Wind her auch nichts. Das heißt, die sind vom Geräuschfaktor her gleich und geben sich nichts. Was mir jetzt eben beim Abspannen schon aufgefallen ist, als ich hier ein bisschen Zug drauf gegeben habe, hat es hier auf der Seite zwar nicht, auf der anderen Seite aber schon einmal Krach gemacht. Diese Nähte hier werden nicht lang halten. Das heißt, hier muss ich mal gucken, entweder ob ich hier eine Öse reinmache. Oder aber nochmal hier vielleicht von meiner Mutter so ein kleines Dreieck von hinten aufnähen lassen. Mit einer weiteren Schlaufe, das muss ich mal sehen. Ja, das macht es halt für Camping oder für Übernachtungen, wenn es schlechtes Wetter sogar mit Wind gibt, nicht so gut. Ich denke, hier kann man das ganz gut sehen, dass da die Belastung auf die Nähte doch recht groß ist und das früher oder später reißen wird, beziehungsweise eher früher sogar. Von der Tarnoptik selber, tatsächlich, ich hätte es wahrscheinlich ein bisschen anders darum aufstellen, weil die Bäume gehen ja hier hochkant. Das
Ja. Finde ich ein bisschen blöd aufgedruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil man Tab ja meistens eher in der Breite nimmt als in der Höhe. Vielleicht auch mal noch eine Verbesserung, die ich an Decathlon schreiben werde. Ja, das soll es auch schon gewesen sein mit der Vorstellung des Tabs aus dem Decathlon. Die Submarke hier heißt Solognac. Das ist die Jägermarke oder ja, die Jagdmarke von Decathlon. Ist hier auch an diversen Stellen auf das Tarnmuster hier nochmal als Schriftzug aufgedruckt. Ja, ich hoffe, das kleine Video hat euch ein bisschen gefallen. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video nochmal. Macht's gut, bis bald und ciao.